etwas. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Lecture Kraftplatz Lichtzentrumsplatz. Fragen, die immer wieder auftauchen. Die Frage beginnt damit, warum sind wir hier? Ja, und allein die Tatsache, dass wir hier sind, gibt darauf Hinweis, dass wir wahrscheinlich einen Grund haben, diese wunderbare Inkarnation mit unserer Liebe und unserer Aufgabe zu füllen. Und wenn wir uns daran erinnern, wo wir herkommen, fällt uns auf, dass wir alle unseren eigenen Platz im Himmel haben. Und auch wenn wir uns entschließen, uns zu inkarnieren, bleibt es unser Platz. Gerade beim Darshan war jemand, der auffiel, dass er so einen Teil von sich im Himmel gelassen hatte und einen Teil nur runtergenommen hatte, aus der Angst, jemand könnte seinen Platz wegnehmen. wer immer das jetzt war, das fällt dann ziemlich schwer, hier erfolgreich zu sein, wenn man nur so teilleibhaftig ist. Also der Platz im Himmel, der bleibt uns immer erhalten, nimmt uns keiner weg. Es ist ein Platz innerhalb unserer spirituellen Familie, in der wir unserer Aufgabe, unserer Herkunft entsprechend geborgen ausüben können. Ob der Platz in der ersten Reihe ist, in der tausendsten Reihe ist, spielt übrigens überhaupt keine Rolle, weil jeder dieser Plätze ein Logenplatz ist, mit dem wir in unserem Himmel auf den Thron Gottes blicken. Ja, und auf keiner vor einem sitzt oder tausend vor einem sitzen, der Blick ist immer frei. Und mit diesem Blick aus unserem Himmel auf den Thron Gottes verbinden wir uns immer wieder mit unserer Aufgabe und entschließen uns jetzt gerade mal wieder zu inkarnieren. Und wählen uns dann eine wunderbare Familie aus, die uns mit dem Nötigsten versorgt, was uns hilft, in dieses Leben reinzukommen, uns kleidet, uns nährt und die Ausbildung zukommen lässt, die wir brauchen, um irgendwann wieder auf uns zu treffen. Das ist bei jedem glücklicherweise auch verschieden. Wie diese Plätze verschieden sind, suchen wir halt die aus, die uns so nah wie möglich mit uns konfrontieren. Ob das in liebevoller Geborgenheit ist oder in einer etwas abscheulicheren Kindheit. Was immer wir brauchen, um uns an uns zu erinnern, macht uns aussuchen, bei wem wir Familie suchen. Irgendwann tauchen wir dann auf und sagen, Mensch, da war noch was in diesem Leben, außer Essen, Trinken, Ausbildung, Arbeiten. Ich habe irgendeinen Grund, warum ich hier bin. Und dann fängt es an, dass es sich erinnert in uns, an uns. Und mit dieser Erinnerung kommt möglicherweise die Idee, dass wie der Platz im Himmel, es so auch einen Platz auf der Erde gibt, der diesem Platz im Himmel entspricht. Nämlich den Platz, an dem es mir am leichtesten fällt, wieder den Thron Gottes zu sehen und mich an meine Aufgabe, an mein Sein, an mein Selbst zu erinnern. Und diesen Platz gibt es und der nennt sich Kraftplatz. Der Platz, der mich herausfordert, in meine Kraft zu gehen, meine Aufgabe anzunehmen,
das zu machen, warum ich hier bin. Der Platz gehört euch genauso wie der Platz im Himmel. Keiner nimmt ihn euch weg. Ja? Ihr könnt da hingehen oder ihr könnt da nicht hingehen. Ihr könnt ihn annehmen oder nicht annehmen, wie ihr eure Kraft annehmen könnt oder nicht annehmen könnt. Eure Aufgabe erfüllen könnt oder nicht erfüllen. Das ist ausschließlich eure Entscheidung. Ja? Eure Freiheit, ja? Die ihr immer wieder neu entscheidet. Will ich mich leben? Gibt es irgendwas anderes, was wichtiger ist, als mich in diesem Leben zu leben? Ist es besser, die Meinung anderer zu leben? Ist es besser, den Glauben anderer zu leben? Ist es besser, die Arbeit von anderen zu machen? Oder ist es besser, mich selber zu leben, meinen eigenen Glauben zu finden, meine eigene Liebe zu kultivieren, mich mit meiner Aufgabe wieder zu verbinden und mein Inkarnationsziel zu erfüllen?